Mein Name ist Fritz Nagele, ich bin ärztlicher Direktor und Leiter der Geburtshilfe und Gynäkologie hier in der Goldenes Kreuz Privatklinik und möchte Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick über das Leistungsspektrum geben, welches wir hier im Fachgebiet Gynäkologie anbieten. Die Gynäkologie hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, dahingehend, als dass es darum gegangen ist, zunehmend Organe zu erhalten und nicht mehr zu entfernen. Und dass die Methode, die dafür hauptsächlich verantwortlich war und ist, ist die sogenannte minimalinvasive Chirurgie oder auch Laparoskopie oder umgangssprachlich auch Knopflochchirurgie genannt. Knopflochchirurgie deswegen oder minimalinvasive Chirurgie, weil der Zugang der kleinstmögliche ist. Damit bleiben die Bauchdecken verschont. Damit ist dieser typische postoperative Bauchschmerz kein Thema mehr. Und das bedeutet am Ende, dass die Leute bei oder dass die Patientinnen sich dabei deutlich schneller erholen als zuvor zu Zeiten der sogenannten offenen Chirurgie. Offene Chirurgie meint immer Bauchschnitt und heute eben nicht mehr. Alle Eingriffe, die wir früher offen durchgeführt haben, können heute mittels minimalinvasiver Chirurgie durchgeführt werden. Das beginnt bei den einfachen Ovarialzysten oder Erkrankungen der Eileiter bis hin zu den Krebsoperationen. Das bedeutet, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, dass wir am Ende eben sowohl die Gebärmutter, aber auch Eierstöcke, aber auch Eileiter, wann immer es möglich und vertretbar ist, erhalten. Und das ist etwas, was so irgendwie dem Trend der Zeit entspricht, dahingehend, dass wir wirklich nur noch das entfernen, was krankhaft verändert ist und alles, was gesund ist, wo immer möglich erhalten. Blutungsstörungen sind vielleicht die überhaupt häufigste Diagnose, warum Frauen irgendwann einmal im Laufe ihres Lebens den Frauenarzt aufsuchen. Diese Blutungsstörungen können sich äußern in Zwischenblutungen, in übermäßig starken Regelblutungen. Das sind so die häufigsten. Die Blutungsstörungen können sich aber auch typischerweise äußern bei Frauen nach dem Wechsel im Zuge der sogenannten postmenopausalen Blutung. Das ist etwas, was unbedingt immer abgeklärt gehört. Das heißt, Frauen nach der Menopause, nach dem Wechsel, haben dann plötzlich wieder eine Blutung. Das sind Situationen, die immer wieder auftreten und auch abgeklärt gehören. Die Gebärmutterentfernung heute ist ein relativ seltener Eingriff geworden, wenn man mal die bösartigen Erkrankungen beiseite lässt. Also auch hier haben wir jetzt neben der eingangs erwähnten Bauchspiegelung mit der Gebärmutterspiegelung ein zweites Instrument an der Hand, wo wir wiederum minimalinvasiv helfen können, mit dem Ziel, dass diese Frauen üblicherweise am selben oder am Tag nach der Operation nach Hause gehen und dieses Problem gelöst ist. Das bedeutet also, dass wir Frauen mit allen Krankheiten, die egal in welcher Lebensphase auftreten, von der jungen Frau hin bis zur alten Frau wirklich umfassend betreuen können. Wobei noch einmal, heute in jedem Fall immer der funktionelle Organerhalt im Vordergrund steht und mit den minimalinvasiven Methoden, die ich kurz umrissen habe, wir eine Methode an der Hand haben, die bei einem möglichst kurzen Krankenhausaufenthalt ein Maximum an Heilung gewährleistet.